Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr könnt sehen, es ist noch sehr früh, 5 Uhr morgens, hinten irgendwo der Mond im Hintergrund. Heute geht es auf eine richtig lange Fahrradtour. Hier mein Fahrrad ist auch schon gepackt. Ich habe mir so eine Rahmentasche zugelegt, da habe ich mein ganzes Zeug drin. Viel muss ich ja nicht dabei haben. Wir übernachten dann in Zöschingen für eine Nacht. Das ist zwischen Ulm und Nördlingen und da fahren wir eben in einem Tag jetzt oder 24 Stunden hin. Mal schauen, ob es klappt. Insgesamt ist die Strecke ca. 222 Kilometer lang und wir hängen natürlich nochmal einen kleinen Bogen dran, damit wir die 300 voll machen. Soweit so gut. 300 Kilometer ist ein richtiger Batzen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir sind noch relativ untrainiert. Und da hinten kommen sie schon. So, wir sind mittlerweile unterwegs. Konrad ist natürlich auch wieder am Start. Jetzt sind die 300 Kilometer auch durch. Hinten sind noch die anderen beiden. Mittlerweile wurde es ein bisschen heller. Wir sind auch mittlerweile schon 40 Kilometer unterwegs. Also gar nicht so schlecht. Sonnenaufgang im Hintergrund. Herrlich! Wie geht's dir, Konrad? Noch gut. Noch gut, sehr gut. Wird sich noch ändern. Nee, ich muss sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Aber die letzten 10 Kilometer waren jetzt schon sehr, sehr kalt. Jetzt vielleicht auch im Video gesehen. Aber mittlerweile, wo die Sonne jetzt da ist, wird schon deutlich wärmer, gell? Ja, wir sind alle warm angezogen. Du nicht. Mittlerweile ist es 6 Uhr. Ihr seht, der Zug rollt. Das ist richtig neblig noch, das ist richtig mystisch und richtig geil. Macht mega viel Spaß, gerade Rad zu fahren. Der Konrad, der hält den Schritt gerade ein bisschen oben, ganz vorne an der Spitze. Ich hänge gerade ein bisschen hinterher, ich habe gerade meine Banane verzehrt. 30 Kilometer haben wir. Und noch 10 mehr als viel, dann haben wir es geschafft. Man fährt halt einfach in so eine Nebelwand rein quasi. Man sieht gar nichts. Dadurch ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es sammelt sich im Helm ab. Das tropft mittlerweile schon. Das ist richtig crazy. %25, stabil. Uhr. Mahlzeit. Der Zug rollt immer noch. Wir fliegen gerade echt richtig gut. Ich kann gleich noch mal sagen, was der Schnitt ist. Sehe ich gerade nicht. Wegen dem Abbiegehinweis. Aber läuft echt gut. Man spürt aber allerdings schon die Beine ein bisschen. Also mein Gesäß spürt man ordentlich und die Beine, weil der Konrad nicht ziemlich viel vorne im Wind fahren und den anderen Windschatten machen. Ja, geht das ganz schön auf die Ausdauer, muss man sagen. Aber noch ist alles im grünen Bereich. Die Sonne steht mittlerweile schön hoch. Das heißt, es wird wärmer. Jetzt können wir langsam mal das Oberteil und den Schal und alles Mögliche abwerfen. Die anderen machen gerade jetzt so eine kleine Pinkelpause oder so. Ich roll derzeit schon mal ein bisschen vor. Machen natürlich schön Kilometer. Das müssen die dann wieder schön schrubben. Der schöne Schnitt geht natürlich deutlich runter. Wir waren gerade eben noch auf 26,6. Jetzt sind wir auf 26,3. Ich soll sich jetzt mal ein bisschen ranhalten, würde ich sagen. Ansonsten, ja, Schnitt passt voll. Wir haben gesagt, jetzt die 222 bis nach Zöschingen, die sollten wir mit dem 25er Schnitt vielleicht schaffen oder so. Und dann wie die restlichen 78 Kilometer aussehen, das müssen wir dann schauen. Also da haben wir uns jetzt noch nicht so viel vorgenommen. Der Gregor und der Stefan, also der Vater und der Bruder von Konrad, die fahren ja nur die 222. Aber die halten echt gut mit, muss man sagen, bei dem guten Schnitt hier. Das ist natürlich cool, da kommt man natürlich echt gut voran dann. Konrad, wie geht's dir? Also ich bin noch ziemlich fit. Okay, Konrad ist sehr fit, zeigt er. Ich habe mir vorhin schon gesagt, ich spüre mein Gesäß. Das schmeckt auch. Sonst Beine nicht. Und Beine doch. Also wenn ich vorne fahre, im Windschatten mache, dann muss man schon sagen, ich bin schon wieder, ja. Aber es hält sich noch in Grenzen. Derzeit sage ich, 300 Kilometer sind machbar und machen wir. Müssen gemacht werden. Das ist unsere weiteste Distanz, die wir heute fahren, hoffentlich. Ja, hoffentlich schaffen wir es. Das sind 300 Kilometer, das ist natürlich ein ordentlicher Batzen. Aber der Konrad hat tatsächlich 265 als Rekord. Ja. Das ist er mal gefahren. Ich bin nur 233 gefahren damals, das heißt, das kann ich nicht so stehen lassen. Das heißt, heute sind die 300 Kilometer fällig, würde ich sagen.
Wir haben jetzt 75 Kilometer. Schnitt passt auch noch, 26,4, ne? 26,8. Der Konrad, der ist natürlich immer ein bisschen flotter unterwegs als wir. Es ist 8 Uhr und ich habe das Gefühl, es wird heute noch eine richtig heftige Tour. Also wirklich, ich spüre jetzt schon ordentlich viel. Also eigentlich zu viel. Mehr als ich zugeben will eigentlich. So, neuer Landkreis erreicht. Landkreis Köln. Da vorne fahren sie alle. Und ich bin platt. Erstmal ein richtig langes Stück bergauf. Dann spürt die Beine um. Da hinten sind sie alle. Und wir haben die 100 Kilometer geknackt. Hier steht's. 101 Kilometer haben wir. Auf der Uhr. Ist doch geil. Soweit so gut. Ja, was soll man sagen? Es passt noch alles. Das Gesäß und die Beine tun halt immer mehr weh. Langsam schwitzig schon. Wir sind in Großhaber da. Ja. Machen wir eine kleine Pause, dann stehen die ganzen Räder. In der Bäckerei haben wir gerade ein bisschen was eingekauft. Ja, die letzte Strecke von, weiß ich, wie viele Kilometer waren das? Drei, vier? Ja, 5 Kilometer etwa. Der war richtig geil. Schön flach, schön geteert und so. Nochmal 10 Kilometer. Nochmal 10? Da kommen wir aber echt voran, gell? Also echt genial. War richtig gut. Genau, jetzt haben wir ungefähr ein Drittel, ein bisschen mehr sogar, 109 Kilometer. Habe ich gerade zum Konrad schon gesagt, einerseits klingt es echt viel und gut, ne? Also ein Drittel, und die Uhrzeit ist ja erst 9:45, aber andererseits muss man auch sagen, es fehlen halt auch noch fast 200 Kilometer und das ist halt schon nochmal ein ordentlicher Batzen, der da runtergefahren werden muss. Naja, die Pause wird natürlich auch ausgenutzt, um den Akku zu laden. Oh, sehr geil. Ich habe schon wieder 81%, zwischenzeitlich hatte ich sogar 61%, also jetzt gerade vor der Pause. Das ist sehr gut, freut mich. Und nochmal kurz zu meiner Tasche, hier übrigens mein Fahrrad, ne? Die ist mittlerweile prall voll, weil ich da mein Langarmshirt rein habe. Ansonsten ist da noch so drin, ja, so Kamerazeugsens. Dann T-Shirt, Socken, Hose, Zahnbürste, Licht, Kabel und noch Ersatzakkus. Ja, das war's. Nur damit ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst. Genau, aber wenn man eben alles reinstopft hier, dann ist schon ziemlich prall. Jetzt werden die Flaschen noch kurz aufgefüllt, dann geht's weiter. Wir sind in der Anfang angekommen. Und wir haben die 1000 Höhenmeter geknackt. Insgesamt haben wir jetzt 1010, glaube ich, ungefähr. Ansbach ist eigentlich die erste große Stadt, die wir gerade durchfahren. In Nürnberg, in Erlangen und Fürth haben wir eigentlich relativ gut umfahren, weil da verliert man halt unglaublich viel Zeit, wenn man durch die Stadt cruist. So, nur mal so zur Aufklärung. Der Konrad hat sich die ersten drei Bergwertungen geholt. Fünf Bergwertungen. Er hat sich die ersten 5 Anstiege geholt. Das hat er mir gesagt, dass er die ganzen Punkte hat. Jetzt kann man aber heute nur noch 4 holen anscheinend, 4 Bergpunkte. Ja, deswegen muss ich mich jetzt auf jeden Fall ranhalten, dass ich zumindest die hier gewinne. Und eventuell gibt es am Schluss noch einen Bergpunkt. Den müssen wir schauen, ob es... Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr reden. Müssen wir schauen, ob wir da einen Bergpunkt verteilen. Der wäre dann bei 260 Kilometern ungefähr. Bei 194 gibt es eine Kategorie 3. Das heißt, es gibt 2 Bergpunkte sogar zu holen. Aber jetzt heißt es erstmal dranbleiben und dann schön am Konrad vorbeiziehen am Schluss. Lang noch! Yes! Ein Punkt für mich! Mein Sachingen ist ein Sprint, okay? Das müssen wir natürlich aufnehmen, damit wir die Ergebnisse später zusammentragen können. Aber der Schlusssprint, der wird natürlich auch als Sprintwertung gewertet, okay? Das heißt, wenn einer von uns gewinnt und der andere dann den anderen, dann ist es Gleichstand. Das heißt, wir machen die andere Sprintwertung ist dann der kleine Berg, der 20 Meter Höhe. Und noch? Das ist die Sprintwertung. Ja, genau. Dann kann ich auch machen. Hier. Und wer dann ganz am Schluss gewinnt, der kriegt das gelbe Trikot. Okay? Und aber Bergtrikot ist halt jetzt scheiße, weil... Ah. Wir haben da vorhin auch schon mal so dumm.
geschafft. Hier steht magische Zahl, 150. Ja, klingt jetzt schon gar nicht so schlecht, finde ich. Was sagst du dazu? Es klingt zu schlecht für das, wie sich die Beine anfühlen. Ja, ist wohl auch wahr. Hat auch was, ja. Nee, irgendwie ist das ganz komisch, diese ganz kurzen Anstiege, die ziehen richtig in den Beinen, habe ich das Gefühl. So auf der flachen Ebene geht es einigermaßen, besonders wenn man dann im Windschatten fährt. Und die ganz langen Anstiege, ja, die kriegt man halt dann so hoch. Man holt sich natürlich die Bergpumpe. Bergpumpe ist ganz wichtig, merkt euch das. Hier nochmal ein paar Details. Jetzt sind wir ziemlich genau 6 Stunden unterwegs und haben 1184 Höhenmeter. Genau, und dafür, dass es erst 12 Uhr ist, ist es eigentlich schon gar nicht so übel, finde ich. Auf weitere 150 Kilometer. Weiter geht's. Den Edeka haben wir gerade hinter uns gelassen. Haben ein bisschen Gummibärchen, ein bisschen Waffeln, Bananen, Äpfel eingekauft. Die anderen sind da vorne. Wir haben 166 Kilometer auf dem Tacho. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ja, nach der ganzen Pause ist immer ein bisschen darb, würde ich sagen. Aber ein bisschen motivierter vielleicht. Currywurst mit Pommes haben wir auch verzehrt. War richtig geil. Und jetzt schauen wir mal, wie die nächsten Kilometer so laufen. Ich bin in eine Attacke gesetzt. Ein bisschen Downhill-Skills trainieren mit dem Rennrad. Hä? Das müssen wir ja auch beherrschen. Uiuiuiui. Boah. Eieiei. Ganz schön heftig. Und jetzt ihn aufholen. Sind wieder weg. Das kostet natürlich extra Körner. So Leute, wir sind in Nördlingen angekommen. Erkennbar an diesem schönen Stadttor bzw. Turm. So, Nördlingen liegt bei 192 Kilometer, ihr könnt sehen, haben wir alles auf dem Tacho. Kleiner Fun Fact, die Tour de France heute hat genau 192,6 Kilometer, das heißt, die sind jetzt genauso lange gefahren oder fahren gerade eben noch. Die 13. Etappe ist nämlich heute 192 Kilometer, allerdings sind die natürlich nicht so flott unterwegs wie wir. Ich muss schon sagen, das ist echt Wahnsinn, was die bei der Tour de France leisten. Wir fahren ja fast jeden Tag über 150 Kilometer und dann auch noch so richtig in die Alpen, Pyrenäen rauf. Das ist crazy. Also das, was wir heute machen, ja gut, wir fahren natürlich jetzt auch noch über 100 Kilometer, aber trotzdem machen die halt fast jeden Tag. Das ist verrückt. Und das machen die in einem unglaublichen Tempo. Unfassbar. Da hält man wahrscheinlich gerade mal 5 bis 10 Kilometer mit, wenn es gut läuft. Jetzt ist ein Alpenstieg rauf, wie könnt sehen. Da sind schon mal ein Stück halt vorgefahren. 160 Kilometer mit 6% Steigung. Ja, gibt es da ein Segment, Konrad? Sicherlich. Okay, dann let's go. Nein, Spaß. Das lässt du noch drin, wenn du dann wieder aufhörst. Ich schneide einfach oben wieder rein, wie ich einen Vollsprint reinmachen will, dann schneiden wir rein 3 Minuten. Ja. Nee, okay. Ist ein guter Plan. So, Konrad ist nicht mehr zu stoppen. Der Wald ist da einfach hoch. Ich gebe keinen Berg. Wir haben jetzt die 200 Kilometer geknackt. Yeah! Sehr stark, Mann. Ich bin nur noch 100 weiter. Ja. Aber ich fühle mich tatsächlich erstaunlich gut. Konrad sagt schon, die Berge, ja, ein bisschen, oder? Ja. An den Bergen merkt man die Beine schon ganz ordentlich. Ja. Egal, ob es ein langer Berg ist oder nicht. Aber ich fahre natürlich das Segment jetzt weiter. Da rein, die Brille! Ich muss durch. So, noch 500 Meter. Kleiner Sprint, gefällt mir. Oh, ich weiß nicht. Ich muss nicht so. Es gibt drei Bergpunkte. Das stimmt.
100 Meter. Was soll man denn mit solchen Leuten anfangen? Oh Mann, mit denen sollen wir noch 300 Kilometer fahren hier. Schaut halt, dass ihr die noch gut schafft, die 300 Kilometer. So. Ich hab nichts dagegen. Ja, das stimmt schon. Leute, wir sind oben. Bergpunkte sind gesichert, ganz wichtig. Drei Zähler für mich. Trotzdem, ich kann den Konrad leider nicht mehr erreichen. Er hat 5. Was soll man machen, gell? Dafür haben wir 202 Kilometer, wir sind oben angekommen. Ja, und jetzt sieht es eigentlich ziemlich geil aus, oder? Jetzt geht es erstmal nur runter. Was meinst du, Konrad? Jetzt wird es geil, oder? Erstmal besser. Ja. Natürlich muss man sagen, wenn wir dann die 222 geschafft haben, also es sind eigentlich 226 mittlerweile oder sowas, weil wir ein paar Kilometer dazu bekommen haben durch die große Tour, dann essen wir mal kurz was bei der Oma von Konrad, ne? Und dann müssen wir uns eigentlich wieder aufraffen und weiterfahren. Und ich glaube, dieser Teil, dieses Aufraffen und Weiterfahren, das ist natürlich richtig hart. Mal schauen, ob wir das packen. Aber wie schon vorhin erwähnt, ich fühle mich gerade gar nicht so schlecht. Flöschingen erreicht. Aber wir haben es gleich erreicht. Kilometer 223. Letztendlich werden es dann 224 etwa ankommen. Ja, oder 225. Genau. Jetzt machen wir erstmal eine kleine oder etwas längere Pause, circa ja, ein bisschen länger als eine Stunde, anderthalb Stunden. Wir haben ja Zeit, wir müssen es in 24 Stunden schaffen, von daher geht es voll klar. Die anderen sind da hinten. Erstmal sehr großen Respekt an die beiden, dass die 225 Kilometer geschafft haben. Ich muss dazu sagen, ohne Training, also wirklich sehr stabile Leistung. Okay, wir hatten jetzt auch nicht so viel Training. Ein bisschen mehr, ja. Also echt. Sehr starke Leistung von denen. Genau, und dann müssen wir uns nochmal aufraffen und die restlichen 75 schrummen. Jetzt gerade zieht es schon, aber nach der Pause muss es besser sein. Konrad sagt es. Ja. Ihr werdet sehen, ob wir uns aufraffen können oder nicht. Aber doch, wir können uns aufraffen. Kleiner Spoiler. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich es gesagt habe, aber in Zöschingen übernachten wir alle. Der Konrad und ich, wir fahren eben noch diesen kleinen Bogen von 75 Kilometern und werden am Abend dann auch wieder in Zöschingen ankommen und da auch übernachten. Wir wollen halt nur die 300 Kilometer voll kriegen. Fahrrad ist wieder gepackt. Wir haben eigentlich alles in der Rahmentasche jetzt verstaut, für den Konrad und für mich. Der Konrad hat seine Fahrradtaschen quasi jetzt abmontiert. Bonbon im Mund. Muss sein, Kalorien ein bisschen aufgefüllt werden. Dadurch ist der Konrad natürlich viel schneller unterwegs, weil er jetzt weniger Gewicht hat und weil es natürlich aerodynamischer ist. 224 Kilometer in 9 Stunden 25, 1746 Höhenmeter, das ist kurz vor 18 Uhr. Die letzten Kilometer, let's go! Gerade läuft es richtig gut, allerdings muss man auch sagen, es geht gerade größtenteils bergab bis zur Hälfte und dann die andere Hälfte müssen wir natürlich auch wieder leicht bergauf fahren. Das heißt, wird nicht mehr so geschmiert laufen und wir haben danach Gegenwind. Höchstwahrscheinlich. So, aber was ich sagen wollte, wir haben 233 Kilometer und die aufmerksamen Zuschauer wissen, was das heißt. Ich habe meinen alten Rekord somit geschlagen. Das ist jetzt der neue Highscore gerade. Und jeden Kilometer, den ich mehr fahre, ist mein neuer Highscore. Geil. Die letzten 22 Kilometer sind wir richtig schnell gefahren. Innerhalb von 40 Minuten. Das heißt, wir haben ungefähr einen 31er Schnitt. Das ist echt sehr sportlich. Also
wenn man bedenkt, dass man jetzt 247 Kilometer bereits in den Beinen hat, ne? Voilà. Ja, jetzt haben wir heute auch die Donau erreicht. Richtig crazy. Es ist jetzt 19 Uhr, das heißt, wir sind jetzt seit unserer großen Pause genau eine Stunde unterwegs und wir haben 32 Kilometer. Alter! Das heißt, 32er Schnitt. Was sagst du dazu, Konrad? War zu viel. War zu viel, ja, okay. Nein, das stimmt schon. Ja, wir haben ein bisschen zu viel Tempo gemacht. Das heißt, wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen gelassener an. Pinkelpause. Ja, Konrads Rekord mit 265 Kilometer ist jetzt auch gebrochen. Das heißt, wir sind jetzt unterwegs zu einem neuen krassen PR. Hier sehen wir nochmal die Donau. Ich bin mittlerweile so fertig. Beine machen immer mehr dicht. Wir haben jetzt aber ziemlich genau 270 Kilometer. Das heißt, Konrad, die letzten 30 Kilometer. Das heißt Endspurt, los geht's! Ja, das stimmt tatsächlich. Das heißt, wir haben tatsächlich 303 Kilometer, weil wir halt noch ein paar. 32,3 sind es noch. 32,3. Ja, okay. Genau. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr. Das ziehen wir jetzt durch. Es wird eine kleine Qual, würde ich sagen. Vielleicht auch eine große Qual. Wir werden sehen. Hier ist unser Gebäck von Groß Habersdorf. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das haben wir jetzt bestimmt 200 Kilometer mit uns mitgeschleppt. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz, so 180 ungefähr, ja. Genau, wie viele Kilometer haben wir? 290, das heißt, die letzten 10, dann haben wir die magischen 300 Kilometer geknackt. Ja, wie fühlt sich's an? Kräfte schwinden unglaublich, gell? Also, das wird echt mit jedem Kilometer immer schwerer, habe ich das Gefühl. Ja. Und ja. Aber wir kommen noch erstaunlich gut voran dafür, wie es sich anfühlt. Ja. Nur die Kilometer ziehen sich aber das irgendwie bei jeder langen Challenge, habe ich das Gefühl so. Also auch bei 100 Kilometer, die letzten Kilometer ziehen sich einfach. Das ist einfach so. Ja. Nur beim Wandern noch viel mehr. Ja, extrem, ja. Also ich würde auch sagen, so 100 Kilometer Wanderung ist härter. Aber das ist halt was anderes, ne? Ich glaube, 100 Kilometer Wanderung kann man echt so mit 500 Kilometer Fahrrad fahren vom Rennen. Ja, denke ich auch. Einfach weil es zeitlich passt. Ja, genau. Und wir haben jetzt auch schon mal ausgerechnet, oder Konrad hat ausgerechnet, wenn wir genauso weitergefahren wären, wie wir jetzt die ganze Zeit gefahren sind, hätten wir die 500 Kilometer sogar gar nicht geschafft und wären wir bei 450 ungefähr rausgekommen. Und wir haben irgendwann mal vor, die 500 zu knacken, würde ich sagen. Ja. Aber das ist halt nochmal ein anderes Level. Ja, und dann muss echt so nicht nicht einfach mal auf den Steg rein. Die 300er Grenze. Yes! 300! Hier steht's! Schwarz auf weiß! 300, Mann! Richtig geil! Boah, herrlich! Jetzt lassen wir uns abholen. Hier lassen wir uns abholen, hier in der Pampa. Ich fahre keinen Meter mehr. Ja genau, also wie der Konrad gerade gesagt hat, ein Kilometer noch, da vorne ist Zöschingen. Zwei. Ah, ich weiß nicht, kriegen wir die hin? Zwei? Ja, gerade so würde ich sagen. Also perfektes Timing würde ich sagen. Es ist gerade noch hell. Da hinten geht gerade die Sonne unter, ich sitze schon gar nicht mehr. Also besser geht's ja gar nicht, oder? Genau richtig. Genau richtig. Temperatur ging bis gerade auch perfekt.
ohne ein Langarmshirt oder sonst irgendwas. Mann, mich freut es jetzt schon sehr, dass wir das jetzt geschafft haben. Ja, wie war es, Konrad? Fazit. War schon gut, aber dadurch, dass wir nochmal 500 vorhaben, merken wir jetzt, ist noch einiges zu machen. Ja, absolut. Also, wir hatten mal vor, 500 zu machen, oder haben wir auch vor. Das werden wir noch durchziehen, ich sag's euch, das kommt. Aber es ist halt nochmal ordentlich viel mehr. War auf jeden Fall eine ziemlich geile Challenge, finde ich. Die ganzen Daten, die kann ich euch hier, glaube ich, nochmal einblenden. Hier, bing, bing, oder da, bing, bing. Eine Sache habe ich noch vergessen. Großen Respekt an den Konrad, dass er es durchgezogen hat. Also 300 Kilometer ist natürlich echt eine heftige Leistung. Und er hatte übrigens vor 4 Monaten Kreuzbandriss. Ja, und am linken Knie. Aber es geht echt ganz, wieder ganz gut. Vor allem Fahrradfahren. Ja, und dafür ist es halt echt eine Mega-Leistung. Also großen Respekt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.